Die Bevölkerung in Israel steht zu Hunderttausenden auf der Straße. Bibi is a murderer. That's what the people behind me are chanting. Bibi is a murderer. Ja, als allernächster darf ich mit Ihnen ganz herzlich die Tigerin des Widerstandes begrüßen. Sie ist Buchautorin, sie war als Offizierin tätig, sie ist diplomierte Lebensberaterin und Juristin. Also, wir haben eine sehr kompetente Person, die es versteht, Philosophie und Psychologie in einen politischen Einklang zu bringen und diese Gedanken für uns auf einem Silbertablett aufzubereiten. Begrüßen Sie mit mir die Frau Monika Donner. Grüß euch. Hört sie mir gut hinten. Kommt von hinten ein Stiegl Vierer, ruckt ein bisschen zusammen und horcht alle gut zu. Ich bin heute schon ein paar Mal angesprochen worden, was kommt noch auf uns zu, warum sind so wenig Leute da, um was geht es eigentlich? Warum sind so wenig Leute da? Hier sollten ja nicht wie Ende 21 300.000 Leute stehen, sondern 1 Million. Warum steht hier nicht 1 Million Menschen? Nein, nicht weil die Menschen blöd sind, es hat mehrere Gründe. Die Menschen sind müde, sie sind bequem, die Menschen denken sehr einfach und lassen sich einlullen. Und davon ist der sogenannte Widerstand nicht ausgeschlossen. Ich bin sehr froh, dass ich vermitteln konnte zwischen dem Hannes Brecher und dem Martin Rother, dass der Martin heute da war. Das ist einmal ein erstes Signal. Wir haben das Thema Impfpflicht. Impfpflichtgesetz haben wir erfolgreich beseitigt, mitunter auch durch Demonstrationen. Das wurde noch überhaupt nicht gefeiert in Österreich. Da haben die Demos einen wesentlichen Anteil dran. Ja? Aber die Demo ist nur das Signal nach außen. Innerlich festigt die Demo. Die Demo zeigt, aha, wir sind nicht alleine. Auf der Demo kriegen wir geistig-seelische Inputs mit, um im Alltag zu bestehen. Denn wenn ihr morgen heimgeht, beziehungsweise wenn ihr morgen wieder in den Alltag geht, ist das, was heute auf der Demo passiert ist, weg. Was nehmt ihr euch von dieser Demo konkret in den Alltag ab morgen mit? Das ist die einzige entscheidende Frage. Und was ich euch hier mitgeben kann, ist Folgendes. Die Bewegung ist deswegen gespalten, weil es kein einheitliches Ziel mehr gibt. Es gibt die einen, die verfolgen Selbstdarstellung, es gibt Leute, die verfolgen politische neue Ziele, sie wollen eine neue konservative Mitte sein, es gibt welche, die wollen ins EU-Parlament und so weiter. Ja? Dafür geht man über Leichen. Es gibt auch Gurus, die in Afrika sitzen, wo Menschen wieder zurückkommen und sagen, sie sollten ihr Eigentum abgeben. Das waren alles Teile dieses sogenannten Widerstands. Wie kann so etwas passieren, so eine Spaltung? Weil nicht realisiert ist, um was es jetzt wirklich geht. Es geht nicht um den WHO-Pandemievertrag. Um den geht es nur an der Oberfläche. Der WHO-Pandemievertrag ist ein Gerüst, mit dem man wieder Notstandssituationen ausrufen kann und die nationale Souveränität aushebeln kann. Ja, aber das dient ja nur einer Sache. Es dient der digitalen Vollkontrolle über die Menschheit. Es geht darum, dass der Mensch digital total versklavt werden soll. Und das habt nicht ihr erfunden. Das sagen Leute vom World Economic Forum. Ihr habt das alle gehört, 2016. Klaus Schwab auf der Seite des WEF ist ganz groß gestanden. Wir haben das Jahr 2030. Wir haben kein Eigentum mehr. Wir haben keine Privatsphäre mehr. Und wir werden glücklicher sein denn je. Was bedeutet das? Man hat angekündigt, dass man über die Menschheit eine Kombination über Kommunismus und Nationalsozialismus, Neofaschismus, wenn ihr so wollt, ausbreiten will, unter dem Deckmantel der Freiheit und was weiß ich was, aber mit der totalen digitalen Kontrolle. Und hierzu habe ich längst prognostiziert, im Buch Corona-Diktatur und auch in Freiheit, was erwartet uns bis 2030?
Die Gegenseite hat im Grunde sechs verschiedene Elemente, mit denen sie noch operieren kann. Erstens wieder pseudoepidemische Maßnahmen. Zweitens Verteilungsnotstand, sprich Lieferengpässe. Drittens CO2-Hysterie, sprich Klimadiktatur. Viertens so etwas wie die Lichtfalle, eine neue Form der Superpolitik, der Superreligion, KI, künstliche Intelligenz gestützt, die uns alle befreit. Fünftens bürgerkriegsähnliche Zustände und sechstens Krieg. Und wer jetzt glaubt, dass das eine Fantasie ist, es ist alles, was ich prognostiziert habe, bis zum heutigen Tag eingetreten. Darauf bin ich nicht stolz. Da braucht es eigentlich gar nicht klatschen, weil es ist traurig. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich recht hatte, gell? Aber eins ist wesentlich. Eines ist wesentlich. Und auch ihr da hinten hört bitte zu, ja? Aber eines ist wesentlich. Wir haben jetzt gesehen, an den zwei Kriegsherden, Ukraine und Israel, um was es de facto geht. Es geht um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das wird am Donbass schon mit den Füßen getreten, weil man Donetsk und Luhansk nicht selbst bestimmen lassen wollte, dass sie sich separieren von der Ukraine und eingliedern in die Russische Föderation. Der Westen wollte das verhindern. Und im Israel-Konflikt haben viele noch nicht einmal auf dem Radar, dass da Hunderttausende, teilweise bis zu 500.000 Leute auf der Straße waren in Israel, weil sie demonstriert haben gegen die Volldigitalisierung von diesem Staat. Sie haben gesagt, unser Staat ist nicht euer Spielball, liebe Politiker. Israel! Da könnt ihr applaudieren. Kurzer Mikrotausch. Die Bevölkerung in Israel steht zu Hunderttausenden auf der Straße, weil das Justizsystem ausgehebelt werden soll, wo der oberste Gerichtshof entmachtet werden soll und in großen Teilen durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden soll. Da haben die Leute gesagt, mit uns nicht. Und man muss wissen, dass bei den Israelis eine Wehrpflicht besteht. Jede Frau hat zu dienen 2 Jahre und jeder Mann 2,5 Jahre. Diese Menschen haben ganz eine andere Verbindung zu ihrem Staat. Ein gesundes nationalstaatliches Bewusstsein. Und jetzt wird es so pervertiert, dass man verhindern will, dass die Leute demonstrieren gegen dieses Unrecht, das im Staat passiert. Und dann hat man eine False Flag Operation gestartet, die sogenannten Angriffe der Hamas. Juden, auch aus Geheimdienstkreisen, Mossad, haben ganz offen gesagt, das kann nur eine False Flag Operation gewesen sein. Ja? Es war eine. BB is a murderer. That's what the people behind me are chanting. BB is a murderer. So high here that people are blaming Prime Minister Benjamin Netanyahu for getting into this mess, for thinking about his own political situation for the past number of years, and not about protecting the citizens of the south of this country, not about increasing security, and not thinking about dealing with Hamas in any other way than just allowing them to exist and then, you know, bombing them every once in a while. That there has been no strategic plan. It's been keeping a status quo that is untenable. That's what these people have been complaining about. Eindeutig, ja? Das heißt, hier, liebe Leute, habt bitte im Hinterkopf, es gibt die erwähnten 6 Kriterien, was noch alles regional verstreut auf uns zukommt. Tragt mir das geschissene Handy an. Na echt, das geht mir am Arsch. Da reden Leute herum und andauern piepst das Handy hin. Tragt das ab. Danke. Entschuldigung, wenn ich zornig bin, aber das kann sich wohl nicht sein. Es geht hier um Achtsamkeit, okay? Es geht um Achtsamkeit, dass wir spüren, da draußen stimmt was nicht. Nur, das wird ja von den Medien nicht so transportiert. Drum haben wir jetzt für die Masse nichts Angreifbares wie ein Impfpflichtgesetz. Deswegen ist die Masse eingelullt. Und der nächste Wahnsinn ist, dass man 3 Demos innerhalb von 14 Tagen macht. Wollt ihr eine Demo pro Monat?
wo alle teilnehmen. Oder wollt ihr lieber 3-4 Demos pro Monat, wo Kleingruppen wie hier da stehen? Hannes Brecher, Martin Rutter, Auftrag annehmen, umsetzen. Danke. Was brauchen wir? Was brauchen wir in Zukunft? Wir brauchen das Bewusstsein, dass noch einiges auf uns zukommt und dass die Manipulation, die abläuft, immer auf den Einzelnen abzielt. Ich warte nur, bis der Herr da vorne fertig ist. Wir sollen uns bewusst sein, es kommt noch einiges auf uns zu und es kann ab Herbst auf subtile Art und Weise noch ganz, ganz entsetzlich werden. Ja? Es muss nicht, aber es kann passieren. Warum? Weil die digitale Diktatur, wie sie geplant haben, Primärarbeit bis 2025 abgeschlossen, so nicht kommen kann. Sie sind in breiten Teilen bereits gescheitert. Ja? Das ist der positive Effekt. Aber der negative Effekt ist, dass sich deswegen Leute einlullen lassen und glauben, es ist eh schon alles vorbei. Das ist nicht der Fall. Denn wem die Felle davon schwimmen, buchstäblich die Schafsfelle der Bevölkerung davon schwimmen, weil immer mehr den Tiger in sich erkennen, dass das wahre Ich ist. Ja? Das ist das Urproblem. Es geht um den Einzelnen. Die digitale Manipulation in Richtung digitale Diktatur, wie wir sie auch in der Corona-Pandemie erlebt haben, diese politisch-mediale Propagandamaschinerie, zielt darauf ab, dass die Masse gehorcht. Aber wie gehorcht denn die Masse? Es gibt kein Massendenken, keine Massenseele. Es sind Einzelne, die sich unterwerfen. Und wenn 1% der Menschheit es schafft, 99% zu unterdrücken, heißt es dann, dass die 1% böse sind? Ja, vielleicht. Aber die 99% lassen es zu und das ist das Problem. Es ist die Duldung. Und damit wir nicht mehr Unrecht dulden und Dinge dulden, die für uns schlecht sind, appelliere ich an euch, wenn ihr es nicht schon selbst macht, dann gebt es weiter, was ich jetzt sage. Schafft euch analoge Freiräume. Geht so viel aus in die Natur wie nur möglich. Digitale Abstinenz, weg das Handy, weg den depperten Bildschirm, weg den Fernseher sowieso, ja? Eine Zeit lang. Zumindest 2 Tage in der Woche. Raus ins Grüne. In Einklang kommen mit der Natur, die Kraft aus der Natur spüren, dann fühlt man auch seine eigene Kraft. Und wenn wir Bezug zu dieser Kraft haben, dann können wir auch herausfinden, wie wir die Begabungen, Talente, alles, was in uns schon drinnen ist als Lösung, wie wir das rausholen. Potenzialentfaltung nennt sich das. In diesem Sinne, macht's es. Danke, pfiat euch. Das war sie, unsere Siegerin. Danke noch einmal. Vielen lieben Dank.